Liebe Facebook-Freunde, auch in Bayern hat jetzt die Ferienzeit begonnen. Egal, wo ihr mich gerade seht, in der Ferne, am heimischen Balkon oder vielleicht noch in der Arbeit, ich wünsche euch zunächst einmal gute Erholung, Zeit zum Durchschnaufen und vor allem zum Konditionssammeln für das, was dann im Herbst vor uns liegt. Politisch kommt es da besonders auf uns an, denn wir haben zwei große Themen, die uns im Herbst beschäftigen werden. Klima und Konjunktur. Klima, da müssen wir ein großes Programm auflegen und dann ein Klimaschutzgesetz beschließen, was hilft, die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen und mittel- und langfristig Deutschland klimaneutral zu machen. Da müssen wir sicherstellen, dass wir das Richtige tun, nicht die Gesellschaft gegeneinander ausspielen, sondern sicherstellen, dass alle mit anpacken können, durch Anreize und nicht durch Verbote. Und beim Thema Konjunktur, da müssen wir schauen, dass Deutschland auf Erfolgskurs bleibt. Wir haben den zweitlängsten Wirtschaftsaufschwung der Geschichte und wir sollten alles tun, dass der jetzt nicht abreißt. Die internationalen Vorzeichen, sie sind an manchen Stellen eingedüstert. Wir haben internationale Handelskonflikte, wir haben neue Unsicherheit in der Welt, wir haben in Europa den drohenden Brexit und vieles andere mehr. Und das legt sich inzwischen etwas bleiern über die Konjunktur und die Aussichten der Unternehmen. Deswegen wollen wir überlegen, was wir tun können, um den Mittelstand zu stärken, sicherzustellen, dass auch in Zukunft neue Arbeitsplätze entstehen können und vor allem auf Innovation setzen. Denn wir wissen, nur durch Fortschritt gibt es eine gute Zukunft. An der wollen wir mit euch gemeinsam arbeiten. Und dafür wollen wir uns jetzt erstmal gute Gedanken machen in den nächsten Wochen. Ich wünsche euch eine gute, eine erholsame Sommerzeit. Verbleibe bis dahin an dieser Stelle. Alles Gute.